Tag. Heute nochmal hier bei Tickmill ein kleiner Ausblick von mir, das habe ich im letzten Jahr auch so gemacht, in die Märkte. Letztes Jahr habe ich gesprochen über den S&P 500 und den DAX. Das hatten wir dieses Jahr auf der Messe schon einige Male. Da habe ich mich dafür entschieden, Mensch, wir gucken mal auf ein paar andere Assets, die auch sehr, sehr gut handelbar sind, gerade für die privaten Trader, nicht nur im kurzfristigen, sondern auch im Swing-Bereich. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir doch einfach mal aufs große Bild der Märkte und machen einen Ausblick auf den Jahreswechsel. Also ein paar Gedanken von mir, worauf ich achte bei der Gestaltung meiner Handelsideen und wovon ich ausgehe, was in den Märkten im Euro, US-Dollar, im Gold und im Öl jetzt in Kürze auch auf uns warten kann. Vorher gibt es noch ein paar Informationen sozusagen rund um das Thema, auch ein bisschen Handelspsychologie. Was ist wichtig? Was machen gerade private Anleger, um sich eine Meinung zu bilden? Da gibt es immer mal so ein paar Sachen, wo ich in meiner Ausbildung auch immer merke, ein paar Nuancen führen die Anleger oder die Trader immer wieder in Probleme im Trading. Und aus diesem Grund gehe ich das mal ganz kurz an. Das heißt, viele Anleger oder Trader suchen ja in den Medien, in den Zeitschriften immer wieder nach Antworten auf die Frage, wie kann es jetzt weitergehen, wo soll ich investieren, und versuchen dort halt auch immer wieder mögliche Ansätze zu lesen, was denn kommen kann, und dann sitzt man halt zu Hause am heimischen PC und sagt sich, naja, der Mann X, der Mann Y hat ja gesagt, wir müssen jetzt das und das machen, weil das ist im Normalfall immer so zum Jahreswechsel, das könnte interessant sein. Das ist grundsätzlich erst einmal eine gute Idee, sich zu informieren, was kommen kann. Aber in der Praxis führt das halt häufig dazu, dass Sachen getradet werden, die eigentlich gar keine, sag ich mal, Basis auf Grundlage der Markt haben. Das heißt, die Frage zu suchen, wie genau geht es jetzt denn weiter, eine genaue Antwort darauf zu finden, ist einfach unmöglich, weil keiner vorhersehen kann, wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Das ist ein bisschen wie beim Lottospielen. Die Lottozahlen, die weiß man auch erst, wenn sie da sind. Vorher kann man da einfach nichts machen. Das heißt, wir können nichts vorhersehen an den Märkten, wir können nichts beeinflussen. Und das ist halt etwas, das muss auch jeder Trader lernen, zu sagen, wir können viel lesen, wir können verschiedene Meinungen uns anschauen, aber am Ende ist das immer noch keine Garantie, was am Markt passieren wird. Das Einzige, was wir als Händler machen können, ist, wir können schauen, was die Märkte machen, was die Marktteilnehmer machen, und dann entsprechend mit Wahrscheinlichkeiten an den Märkten zu agieren. Das heißt, zu viel Zeit darüber zu verlieren, was passieren könnte, ist in meinen Augen eine Zeit, die man besser nutzen kann und auch besser nutzen sollten. Das heißt, viel, viel sinnvoller ist es zu sagen, ich steige jetzt nicht ein, wenn der DAX mal wieder korrigiert, weil dann passiert ganz häufig Folgendes bei den privaten Tradern. Wenn der DAX dann korrigiert und mal ordentlich wieder nach unten gekommen ist, dann traut sich der private Trader meistens nicht einzusteigen. Das heißt, man hat zwar den Plan, wenn es mal hochgelaufen ist, ärgert man sich, Mist, ich war jetzt nicht dabei gewesen. Und wenn er das nächste Mal zurückkommt, dann will ich aber wieder mit dabei sein. Und viele private Trader, denen passiert dann genau das. Der Markt kommt zurück, der tut uns sogar den Gefallen, aber dann geht er wieder nach oben und man traut sich nicht einzusteigen einfach, weil der Rückgang so stark teilweise gewesen ist, dann plötzlich wieder Angst da war. Das heißt, der Plan ist schon mal hin zu sagen, wenn der DAX das nächste Mal zurückkommt oder das Gold oder das Öl, dann steige ich ein. Das passiert bei den meisten nicht. Das heißt, wichtig ist es, dass man sich im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht, wenn ich einsteigen möchte, wenn es tiefer geht, wie mache ich das denn? Ja? Mit welcher Strategie möchte ich wo in den Markt reingehen? Und dass man sich da nicht überlegt, wenn er runtergeht, gehe ich rein, sondern dass man einfach sagt, wenn er runtergeht und das tut, dann tue ich genau das und das. Das heißt, dass man sich im Vorfeld schon mal genau Gedanken darüber gemacht hat, wie denn der Einstieg entsprechend auch geschehen soll. Das heißt, viele Leute suchen an, ja, den heutigen oder mit den heutigen Möglichkeiten nach irgendwelchen Prognosen, und das Ganze wird häufig initiiert durch die Angst. Die Angst ist ja ein angeborener Schutzmechanismus, den jeder Mensch hat, und Angst hat an der Börse im Handel eigentlich überhaupt nichts zu suchen, aber sie beeinflusst uns immer wieder in den Handlungen, die wir machen. Das heißt, in unserer früheren Zeit oder manchmal auch heute noch ist einfach die Angst notwendig gewesen, um zu überleben. Ja, und im Trading, ja, wir sterben ja nicht, wenn wir schlecht traden. Wir verlieren zwar Geld, aber dieser angeborene Mechanismus macht halt Dinge in unseren Köpfen, die fürs Trading eher ungeeignet sind. Und das überträgt sich auf unser Trading.
Und aus diesem Grund ist das Thema der Gefühle, also auch der Ängste im Trading immer wieder gleich zu beobachten. Und wer weiß, wie er damit umgehen kann, kann das Ganze verhindern. Das heißt, die größten Ängste der Trader sind Angst, Geld zu verlieren oder aber Angst, etwas zu verpassen. Und diese beiden Punkte führen Trader regelmäßig dazu, dass sie Geld an den Märkten verlieren. Aber das wollen wir ja nicht. Wir traden ja, um Geld an den Märkten zu verdienen. An den Bewegungen, die regelmäßig stattfinden, einfach uns ein Stück vom Kuchen auch mit abzuschneiden. Und da wird immer wieder nach Prognosen gesucht, um die Verantwortung auch auf andere abzugeben und dann zu sagen, er hat ja gesagt. Ja, und das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und wo wir gerade beim Thema Angst sind, wer ein bestehendes Investment im Portfolio hat, was hat er für eine Angst? Na klar, der hat Angst davor, dass seine Gewinne schrumpfen, dass irgendwann eine Korrektur kommt. Trader, die noch kein Investment haben, die haben immer wieder die Angst, den Einstieg zu verpassen. Ja, da komme ich gerne nochmal auf das Beispiel gerade von dem DAX zurück. Der ist ja schön gestiegen und man sagt sich, beim nächsten Mal, wenn der jetzt sinkt, gehe ich wirklich rein. Weil den letzten Anstieg, den habe ich ja verpasst. Also habe ich jetzt Angst davor, was zu verpassen und gehe vielleicht in einem ungünstigen Moment rein. Das ist also in dem Moment die Angst, die uns dann dazu treibt, eine Position zu eröffnen, wo vielleicht überhaupt keine Signallage da ist. Also in einer Korrektur einfach in den Markt long reinzugehen, ohne überhaupt zu wissen, dass es die Korrektur schon ihr Ende anzeigt. Das heißt, man greift dort sozusagen in das fallende Messer. Und die Angst, die jemanden begleitet, der gerade einen Trade eröffnet hat, das ist die Angst vor einem schnellen Verlust. Das heißt, man geht in den Trade rein, er läuft vielleicht kurz an und dann geht es erstmal wieder gegen uns. Und da kommt dann halt relativ fix ein Verlust und das Ganze kann man halt mit vernünftigen Strategien entsprechend auch umgehen. Stellen wir uns nun mal die Frage, was kann denn Ende 2019, Anfang 2020 auf uns warten? Ich mache das immer auf zwei Wegen. Zum einen schaue ich mir immer die fundamentale Seite an, das heißt, wie geht es unserer Wirtschaft? Weil die Wirtschaft beeinflusst ja sehr, sehr stark, was an den Märkten geschieht. Das heißt, wie sich der Euro entwickelt, ob der stärker oder schwächer wird, ob der Ölpreis anzieht oder ob das Gold nach oben oder nach unten geht. Das hat ja sehr, sehr viel mit wirtschaftlichen Entwicklungen auch zu tun. Das heißt, wer sich diese Frage beantworten kann, kriegt auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, man fängt an zu überlegen, okay, was kann denn passieren? Wie sind die wirtschaftlichen Rahmendaten und welche Strategien kann ich traden, wenn halt genau das passiert, was wir entsprechend an den Märkten hier in diese Richtung erwartet. Problematisch wird es nur dann, wenn der Trader anfängt, sich genau die Fakten aus den, sag ich mal, Research-Bereichen rauszusuchen, die seiner eigenen Meinung entsprechen. Das heißt, dass er nur das liest, was er lesen will, aber die wichtigsten Fakten teilweise außen vor lässt, die ignoriert, das wird dann problematisch, weil das ist dann Meinungssuche und wenn man Meinungen am Markt traden wird, wird man meistens nicht belohnt, sondern da geht es meistens dagegen, weil man etwas tradet, was man traden möchte, aber das ist halt oft etwas, was der Markt an dieser Stelle nicht tut. Das heißt, die Sicherheit, die man glaubt zu erfahren, ist nur gefühlt, der Markt spielt dieses Bild sozusagen überhaupt nicht wieder, sondern er macht einfach, was die große breite Masse will, was das Geld, das den Markt bewegt, gerade tut. Woher kommt jetzt die Sicherheit? Die Sicherheit kommt einfach aus dem Punkt heraus, dass man sagt, ich mache jetzt zu dem, was ich mir gerade angelesen habe, noch eine passende Handelsstrategie. Ja, das heißt, wenn ich davon ausgehe beispielsweise, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres weiterhin sich auch positiv entwickeln wird, dann kann man ja sagen, dann werden die Unternehmen wieder gutes Geld verdienen, die Unternehmensgewinne steigen. Was passiert im Endeffekt? Der Euro bzw. der europäische Wirtschaftsraum, der DAX zum Beispiel, er wird weiter steigen, weil wir einfach gute Unternehmensdaten haben. Das ist so die Meinung über die fundamentale Seite. Und wenn wir dann an den Märkten sehen, dass wir schöne steigende Kurse haben, dann passt halt die Markttechnik, also das, was gerade in den Charts zu sehen ist, zu dem, was wir in der wirtschaftlichen Prognose erwarten. Und dann sind beide Bilder in die gleiche Richtung gerichtet. Und das ist dann ein Vorteil und das können wir dann entsprechend traden und dazu auch unsere Handelsstrategien entsprechend aufgehen. Das heißt, man braucht zu der fundamentalen Analyse am Ende dann auch genau auf dem Blatt Papier stehen quasi, was man in welcher Situation macht. Wann steige ich ein? Wo steige ich ein? Wo sichere ich die Position ab? Das gehört alles dazu. Das ist eine Handelsstrategie. Das heißt, da haben wir die Strategie mit der Wahrscheinlichkeit und wenn der Markt jetzt anfängt beispielsweise zu steigen,
und wir steigen ein in die Long-Richtung, dann haben wir einfach eine größere Wahrscheinlichkeit, dass unser Trade auch passt. Also das zu dazu. Schauen wir mal auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten. Wenn wir uns mal unsere Weltwirtschaft anschauen, es läuft so ein bisschen gemischt. Es läuft nicht schlecht, ja, aber es lief auch schon mal deutlich besser. Das ist also das Bild, was wir momentan auch haben. Thema Arbeitnehmer. Wir haben zum Beispiel bei uns in Deutschland eine sehr, sehr gute Beschäftigungsquote. Wir haben in den USA eine sehr, sehr gute Beschäftigungsquote. Wir haben in Asien relativ hohe Angestellten. Das heißt, wir haben hier auf der Verbraucherseite stabile, stetige bzw. auch leicht steigende Einkünfte. Und das ist gut, weil die Bürger sozusagen Geld ausgeben für Dinge, für den Konsum. Das stützt wiederum entsprechend die Unternehmen, die Unternehmensgewinne. Und das ist gut für die Wirtschaft. Das heißt, die starke Binnennachfrage, sehe ich persönlich so, wird auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Und deshalb gehe ich persönlich auch davon aus, dass wir Ende des Jahres rein ins neue Jahr auch weiterhin diese positiven Daten vom Markt gespielt werden. Ich habe aber auch gerade gesagt, das ist etwas gemischt, die ganze Lage. Was wir momentan in Deutschland sehen, was wir auch in den USA sehen oder auch in Asien, das reine produzierende Gewerbe, also die Unternehmen, die herstellen, die Autos bauen, die Kleidung produzieren, alles, was wir für unseren täglichen Bedarf brauchen, das ist das produzierende Gewerbe. Und die haben teilweise eine etwas angespannte Lage. Das sehen wir in Deutschland zum Beispiel auch gut am Automobilsektor. Die ganzen Zulieferer, die haben schon Probleme. Und das ist halt ein Phänomen von dem, wo wir die Wirtschaft zweigeteilt momentan sehen. Der digitalen Wirtschaft, dem Dienstleistungsbereich, dem geht es relativ gut. Das produzierende Gewerbe, die haben bei uns in Deutschland auch teilweise sehr, sehr hohe Kurzarbeitsquoten. Das kann sich relativ schnell wieder ändern, deswegen heißt es ja Kurzarbeit. Aber wir haben halt hier ein angespanntes Bild und wenn sich das nicht bessert und aus der Kurzarbeit quasi Entlassungen werden, dann kann das schnell das Zünglein an der Waage sein, was hier das Ganze mit umdreht. Das ist das, was ich auch im Hinterkopf habe, wo ich sage, die Lage ist da teils etwas angespannt, weil man relativ schnell dann den Umschwung im Konsum sieht. Das heißt, wenn man auch merkt, dass die Arbeitslosigkeit zum Beispiel ansteigt, dann hat man das ja gleich im Portemonnaie als Endverbraucher, also als Angestellter da. Dann geben die Angestellten weniger Geld aus und das wird dann häufig ziemlich schnell Auswirkungen auch auf die entsprechende Wirtschaft haben. Das ist die Seite der Binnenwirtschaft. Ein anderer wichtiger Faktor ist die sogenannten Zentralbanken, also bei uns in Europa die EZB, in Amerika die Fed. Was hat die EZB gemacht? Die EZB wartet ja schon seit geraumer Zeit dadurch darauf, dass die Inflation anzieht. Das passiert bei uns in Europa nicht, das heißt, wir brauchen weiterhin Stützen durch die Zentralbank. Die Zinsen sind weiterhin für die Endverbraucher bei 0%, Banken zahlen Negativzinsen, die sind vor kurzem auch gesenkt worden auf minus 0,5%. Das ist halt etwas, das macht die Zentralbank, um die Wirtschaft entsprechend auch zu stützen. In den USA haben wir auch gesehen, da gab es dieses Jahr 3 Zinssenkungen in Folge. Jetzt ist erstmal Schluss mit Zinssenkung. Powell hat gesagt, unserer Wirtschaft geht es relativ gut. Auch in den USA herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Die Binnenwirtschaft ist in gutem Zustand. Das heißt, es ist einfach gar nicht nötig, die Zinsen jetzt schon in einem Zyklus weiter auch zu senken. Auch das ist in meinen Augen positiv für die Wirtschaft. Das heißt, die Zentralbanken in Deutschland, in Europa und Amerika tun alles, um die Wirtschaft zu stützen. Und das merken wir auch, wenn wir uns mal den DAX anschauen oder den S&P 500. Da haben wir ja seit Sommer auch schon wieder sehr, sehr schön aufwärts trendierende Märkte. Mit Blick auf China. China ist für die Weltwirtschaft ja auch sehr, sehr wichtig. China ist in der Situation, dass sie auch noch Zinsen senken können. Und das machen die auch. Das heißt, die Zentralbank dort ist auch nicht untätig, sondern die senkt auch die Zinsen, um die Wirtschaft zu stützen. Und diese wirtschaftlichen Stützen, das haben wir gesehen in den entsprechenden Indizes auch, das ist immer gut gewesen. Das billige Geld bringt dann sozusagen mehr Nachfrage auf der Aktienseite. Das bringt die Indizes nach oben. Das beschäftigt die Währungen. Und das Ganze hat natürlich dann auch den Einfluss. Das sehe ich persönlich relativ positiv sozusagen. Also an der Seite her machen die Wirtschaft stützenden Maßnahmen der Zentralbanken einen guten Job. Und das sehen wir hier. Und beispielsweise auch nochmal, wo wir hier bei der EZB sind, das Thema Anleihekaufprogramm und ähnliches, das hat beispielsweise auch Auswirkungen auf den Euro. Und wir sehen es immer dann, wenn wir beispielsweise in den USA gehört haben, die Zinsen werden weiter sinken, ist der Euro gegenüber dem US-Dollar angestiegen. Und jetzt sind wir mittlerweile wieder rumgedreht. Die
die Zentralbank aus den USA, die Fed, wird die Zinsen erstmal nicht weiter senken. Bei uns in Europa ist allerdings eine weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt worden. Und das führt dann am Ende dazu, dass der Euro wieder schwächer wird. Und ich davon ausgehe, beispielsweise mit Blick auf den Euro, dass er, wenn alles so bleibt, wie es ist, seinen Abwärtstrend auch weiter fortsetzen kann, beziehungsweise in dieser breiten Range, die wir im Euro-US-Dollar haben, weiter verharren wird. Das werden wir gleich auch in den Charts sehen. Das heißt hier an dieser Stelle auf der fundamentalen Seite die Zinsen, haben wir gerade besprochen, was die Notenbanken machen. Was beschäftigt mich noch mit Blick auf das Thema der fundamentalen Seite? Das sind zwei Themen. Das ist zum einen das Thema Brexit. Das scheint sich so ein bisschen in die Richtung zu entwickeln, dass das passiert, was der Markt erwartet. Das heißt weiterhin ein Hin und Her. Es ist immer noch nicht klar, ob die wirklich aussteigen, die Briten, oder nicht. Also dieses Gerangel geht sozusagen weiter. Beim Thema China, Handelsstreit mit den USA, da sehen wir momentan zwei interessante Dinge. Und zwar folgendes: Immer dann, wenn es negative Meldungen zum Handelsstreit gibt, sinken die Kurse an den Aktienmärkten etwas ab. Aber immer dann, wenn es gute Nachrichten gibt, steigen die Kurse viel, viel deutlicher an, als der Rückgang vorher gewesen ist. Daran sehen wir einfach, dass der Markt da weiterhin positiver Dinge ist und das ganze Thema entsprechend so handhabt, dass man denkt, es wird sich schon irgendwann ausgehen, die werden sich schon irgendwann einigen, weil beide haben ja nichts davon, wenn der Krieg hier ewig lang dauert und die Weltwirtschaft davon immer mehr geschwächt wird. Und aus diesem Grund sehe ich das Thema mit dem Handelsstreit auch relativ positiv, gerade für den Jahresanfang. Und da denke ich, dass das auch den positiven Fluss eher unterstützt, als es dagegen arbeitet. Wie schon gesagt, es kann immer anders kommen, als das jetzt ist. Es sind nur Wahrscheinlichkeiten, aber das sind so die Gedanken, die ich habe, wenn ich das, was ich fundamental an den Märkten gerade lese, mit im Kopf habe. Das heißt, hier an dieser Stelle Handelsstreit mit China, das belastet die Wirtschaft, die Zölle sind schlecht für die Unternehmen. Wenn wir mal auf den Brexit kommen, das Thema Brexit, das belastet natürlich auch den deutschen Export, das belastet die deutschen Unternehmen, gerade im Bereich von Investitionen, das ist genau dasselbe wie in den USA. Das Thema ist einfach schwierig, weil man stellt Investitionen zurück und das ist immer eher schlecht für die Wirtschaft. So. Jetzt schauen wir einfach mal auf die, sage ich mal, fundamentalen Seiten bei den Rohstoffen. Beim Gold, also was heißt fundamental? Einfach mal ein paar allgemeine Dinge auch dazu. Wenn wir uns den Gold einfach mal anschauen, Gold an sich ist mittlerweile auch für die Retail, also für uns private Trader, ein relativ gut zu Handelsinstrument geworden. Was wir beim Gold sehr, sehr häufig sehen ist, es ist ein Gegenpart zu den Aktienindizes. Das heißt, wir haben es in der Vergangenheit oft gesehen, wenn die Aktienmärkte gestiegen sind, ist der Goldpreis gefallen. Wenn die Leute aber, die Trader, den sicheren Hafen suchen, das sind dann meistens die Zeiten, wo die Aktienmärkte mal ein Stück zurückkommen, dann ist der Goldpreis in der Regel gestiegen. Diese Korrelation haben wir momentan auch wieder, die funktioniert recht gut. Seitdem die Aktienmärkte wieder so richtig schön in den Bullenmarkt gegangen ist, ist der Goldpreis ein ganzes Stückchen unter die Räder gekommen. Also diese Korrelation funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und immer dann, wenn wir auch mal ein paar Tage mit Rückgängen haben, politische Unsicherheiten oder ähnliches, haben wir gesehen, der Goldpreis zog wieder leicht an. Und das ist etwas für die kurzfristigen Trader, die können darauf sehr, sehr gut auch reagieren. Wenn man das Ganze hier sieht, dass die Indizes zurückkommen, kann man kurzfristig einfach mal beispielsweise einen Long Trade in Gold wagen. Zum Thema Öl. Öl ist ja der Schmierstoff der Wirtschaft, ist ein begrenztes Gut, sollte langfristig also auch steigen, aber diese Tatsache allein hat ja nicht dafür ausgereicht, dass wir permanent einfach nur steigende Ölpreise haben, sondern wir haben einen Ölpreis, der mittlerweile schon eine ganze Weile seitwärts läuft, in einer relativ breiten Range, kann man also gut zum aktiven Traden nutzen. Was brauchen wir an Wissen im Öl? Nummer eins, den Ölpreis belastet häufig, wenn es politische Unruhen im Nahen Osten gibt. Also immer dann, wenn es dort kracht, wo die Ölquellen sind, schießt der Ölpreis entsprechend nach oben. Das ist die eine Seite, die den Ölpreis beeinflusst. Die andere Seite ist natürlich immer auch die wirtschaftliche Nachfrage. Und wir haben das auch in diesem Jahr gesehen, in den Zeiten, wo wir nicht ganz so gute Wirtschaftsnachrichten gemerkt haben, wo wir in Deutschland auch gesehen haben, möglicherweise eine Rezession, wo es in den USA dazu gekommen ist, dass der Zinssenkungszyklus angefangen hat, da kam der Ölpreis schon deutlich unter Druck. Wir haben es auch gesehen an den Rohöllagerbeständen, die waren häufig rückläufig. Das hat dann dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach dem Rohstoff zurückgegangen ist und das hat dann einfach zu den Preisrückgängen geführt. Das heißt, diese Schwankungen beeinflussen auch die zukünftige Ausrichtung. So, und jetzt schauen wir uns nochmal kurz fundamental den Euro-US-Dollar an. Was
denke ich persönlich, also was ist meine Meinung dazu? Schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist belastend für den Euro, für die europäische Wirtschaft? Das ist zum einen das Thema Brexit. Solange wie die Kuh nicht vom Eis ist, werden wir immer wieder merken, dass das auch negativen Impact auf die Währung hat, auch auf den Euro hat, weil wenn es da Schwäche gibt, belastet das halt auch den europäischen Wirtschaftsraum negativ. Weiteres, das Thema Exportprobleme im Handelsstreit. Wir merken das, unsere deutsche Industrie, die merkt momentan ziemlich stark, dass wir einfach den Handelsstreit zwischen USA und China in den Exportzahlen merken. Unser Export ist zurückgegangen, die, sag ich mal, Länder wie China, wie Japan exportieren oder importieren einfach weniger Produkte, weil sie halt Probleme haben zu produzieren, das merken wir hier. Wenn diese Kuh vom Eis ist, wird es wieder deutlich besser ausschauen, aber solange wie das Thema noch nicht gelöst ist, sind das halt auch immer wieder Belastungsfaktoren, die den Euro entsprechend auch mit ranbringen kann. Das Thema schwache Inflation in der EU ist für mich auch ein Punkt, wo ich eher davon ausgehe, dass der Euro weiter abwärts gerichtet sein wird, als dass wir hier einen sehr, sehr starken Bullenmarkt im Euro bringen. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, das Thema Negativzinsen, das Thema Anleihekaufprogramm, das sorgt dann eher dafür, dass die großen institutionellen Anleger den Euro verkaufen und andere Währungen, wo es besser läuft, kaufen. Und immer dann, wenn wir so einen starken Verkaufsdruck seitens der Institutionellen haben, merkt man halt, wird der Euro auch geschwächt. Ja? Das ist für uns Trader gut, weil wenn wir schön den Abwärtstrend im Euro ist oder weiter am Laufen haben, können wir das sehr, sehr gut nutzen, diese Schwäche gegenüber dem US-Dollar beispielsweise. Gucken wir uns jetzt mal das Thema der charttechnischen Seite an und schauen wir mal zuerst auf den Ölmarkt. Was haben wir im Ölmarkt? Zuerst mal die Fakten aufgeschrieben, wir gucken uns den Chart dazu auch gleich an. Im Ölmarkt haben wir momentan mehr oder weniger einen Seitwärtslauf aus dem ganz großen Bild raus. Ja? Wer meine Morning Briefings sieht, der wird auch wissen, wir handeln dort den Ölmarkt sehr, sehr gerne. Und wer das jetzt hört und der sagt, der Seidel hat vor kurzem im Webinar gesagt, Moment mal, das Öl hat doch einen Aufwärtstrend, da sollten wir einfach eher long traden. Ganz klar, das ist der kurzfristige Zeitrahmen, aber der längerfristige Blick in den Chart, der wird uns zeigen, wir laufen seit geraumer Zeit in einer Range. Und das sehen wir jetzt hier an dieser Stelle. Wartet mal, kann man das sehen? Nee, okay, da muss ich mir mal kurz einen Stift geben oder ich habe ihn selber ein. Was wir beim Ölpreis sehen, ist die Tatsache, schaut, das ist jetzt mal hier ein Wochenchart vom Ölpreis. Und das hier, das ist ein Bereich, der wird immer wieder angelaufen. Also hier auch die ganzen letzten 12 Monate haben wir hier den Bereich zwischen 55,50 Euro unten und 58 oben. Das ist so eine Range gewesen, in die der Markt immer wieder zurückgelaufen ist. Und das ist halt ein Fakt, wo man sieht, wir sind hier in einem seitwärts laufenden Markt. Und wenn wir jetzt mal uns die Frage stellen, wie könnte das denn jetzt mittelfristig weitergehen? Dann habe ich als Trader, als aktiver Händler, der auch aktiv am Ölmarkt arbeitet, habe ich halt zwei Fakten auf dem Tisch. Einen, die obere Begrenzung oben bei gut 60, 61 Dollar und unten die Unterstützung um die Marke von 50, 50 bis 51. Das ist auch dort, wo wir neulich einen schönen Aufwärtstrend im Tagesschart bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir, wenn sich wirtschaftlich nicht wirklich viel ändern, weiterhin über den Jahreswechsel hin ins nächste Jahr rein in dieser Range drinnen bleiben werden. Einfach, weil wir momentan einfach nicht die Situation haben, dass der Markt ins extrem Bullische übergeht. Ich sehe das persönlich nicht, weil da muss sich schon einiges in der Wirtschaft auch ändern. Und diese Maßnahmen auch der Zentralbank in den USA beispielsweise, der Powell hat ja letztens gesagt, er möchte erstmal keine weitere Zinssenkung haben, weil er erstmal gucken muss, wie die Zinssenkungsmaßnahmen, die sie jetzt gemacht haben, sich auf die Wirtschaft mittelfristig auswirken. Er hat gesagt, es kann schon sein, dass wir im nächsten Jahr weitere Senkungen machen, aber er will erstmal abwarten. Und jetzt ist für mich halt die Frage, die Entscheidung, ob der Markt jetzt oben drüber rausläuft oder nicht, ist halt sehr, sehr stark wirtschaftlich gebunden. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir über die obere Begrenzung drüber laufen, wenn die Wirtschaft sich weiter anzieht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das jetzt zwangsläufig in den nächsten 2 Monaten passieren muss. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal den Tageschart dazu mal denken würden, den habe ich jetzt hier natürlich nicht drauf, aber das spielt jetzt hier auch keine Rolle. Wir sind jetzt wieder hier in dem mittleren Bereich angekommen. Und wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder gesehen, der ist von unten nach oben und von oben nach unten gelaufen und hat sich irgendwo immer wieder hier in diesem Mittelbereich getroffen. Und das ist auch das, was ich im Kopf habe. Und im kurzfristigen Trading heißt das halt jetzt für mich,
der Tagestrend, den wir momentan am Laufen haben, der kann sich durchaus fortsetzen. Das kann man auch gut zum Trading mit benutzen. Vorsichtig werde ich erst dann hier oben, na gut, man kann es nicht sehen, wenn wir wieder oben im Bereich dieser Linie angekommen sind, also 60, 61 Dollar. Das wird für mich dann sehr, sehr spannend, weil wir haben momentan einen Aufwärtstrend im DAX, wer sich den im Öl, also hier, wenn man das auf Tagesbasis sieht, hat man schön einen laufenden Aufwärtstrend. Ich habe jetzt auf dem Laptop leider nicht das Handelsprogramm drauf. Und dieser Trend kann sich durchaus noch bis zur Oberkante fortsetzen. Und dort wird es für mich dann spannend. Setzt er sich nämlich weiter fort, dann haben wir weiter den Weg oben hin. Wo haben wir das hoch dort oben? Naja, bei knapp 68 Dollar, wenn ich das mal kurz sehen darf. Aber wir laufen halt erstmal an den Widerstand ran. Und dieser Widerstand ist schon oft genug getestet worden und immer wieder zum Abprall gekommen. Und da wird es für mich spannend. Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, dass wir gut noch ein Stückchen ansteigen. Und spannend wird es dann halt auf der Oberseite bei der Marke von knapp 61 Dollar. Gold. Was haben wir beim Gold gehört? Wir haben beim Gold gehört, er läuft häufig gegensätzlich zu den entsprechenden Aktienmärkten. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben weiterhin starke Aktienmärkte, das hatte ich ja vorhin gesagt. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten ein, zwei Monaten eher schwach ist, als dass er plötzlich wieder an Stärke gewinnt. Ja? Das heißt, wir haben auch nächstes Jahr in den USA Wahlen und wir wissen halt auch aus der Vergangenheit, in Wahljahren sind die Aktienmärkte häufig, nicht immer, aber häufig relativ gut gelaufen. Und jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten gehe ich auch davon aus, dass der Aktienmarkt weiter eher positiv als negativ performt und das Ganze mal auf den Ölmarkt, auf den Goldmarkt bezogen. Und im Goldmarkt sind wir momentan, wenn wir das mal sehen, das ist jetzt wieder das große Bild, das ist ein Wochenchart im Gold. Und da sehen wir halt momentan, ich habe das ja hier versucht zu skizzieren, wir haben im ganz, ganz großen Bild, diese dicke grüne Linie, haben wir momentan einen Aufwärtstrend. Das ist das Erste. Wie schon gesagt, das hier ist ein Wochenchart. Was haben wir im Zweiten noch? Wir haben hier, wenn man diesen kleineren, dünnen Trend sieht, haben wir auch einen Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben dort zwei Trends, die in die gleiche Richtung laufen. Und was wir auch sehen, das Stückchen hier an dieser Stelle, das ist momentan die Korrektur auf Wochenbasis von diesem Trend, der hier nach oben läuft, beziehungsweise auch von diesem ganz, ganz großen Trend. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle mal zugute führen, dass die Aktienmärkte weiterlaufen, ist einfach mein aktuelles Szenario im Goldpreis, dass wir weiter fallende Kurse sehen werden. Und wenn ich jetzt mal ein Level suche, wo ich davon ausgehe, dass möglicherweise der Goldpreis auch mal ein bisschen zurückkommt, dann sind wir irgendwo hier unten erstmal in diesem Bereich von dem Ausbruch auf der ganz, ganz großen Basis hier bei 1370, also da ist noch einiges an Luft da. Beziehungsweise, wenn man sich das Ganze mal hier anschaut, um die Marke von ungefähr, was wird das hier sein, 1430, 1440, da hatten wir auf Tagesbasis so eine kleine Trendfortsetzung. Also wenn man sich mal diesen Schub hier anschaut, kann man hier auch sehen, dass das getrendet hat. Und hier trendet es jetzt auch wieder mit nach unten an dieser Stelle. Und das sind so die Marker, wo ich denke, dass sich dieser kleine Abwärtstrend auf Tagesbasis, dass der auch das Potenzial hat, sich schon noch ein Stückchen weit nach unten zu entwickeln. Und das Ganze halt in Korrelation zum Aktienmarkt, zur positiven Wirtschaft, wissen wir ja, da ist der Markt eher so gegangen, dass die Aktienmärkte präferiert werden, weil einfach hier die Performance besser ist, man bekommt Dividenden, was man ja beim Goldpreis alles nicht bekommt, dann hat man wirklich nur den Rohstoff und mehr nicht, da gibt es keine Dividenden und deswegen wird der Aktienmarkt häufig auch deutlich mehr gesucht und das wird meines Erachtens nach die größere Auswirkung haben, dass der Goldpreis mit aus meiner Warte her wahrscheinlich eher noch ein Stückchen weiter zurücklaufen wird, als dass er jetzt plötzlich wieder der Megabulle wird. Das in der Korrelation zu den Aktienmärkten würde halt auch bedeuten, dass die Aktienmärkte plötzlich rumdrehen, in eine ganz, ganz scharfe Korrektur gesehen, irgendwas Wirtschaftliches passieren sollte, dann kann sich das Bild natürlich rumdrehen. Aber ansonsten gehe ich persönlich eher von einem weiteren Kursrückgang im Gold aus. Das zum Gold. Und beim Euro-US-Dollar, da schauen wir auch gleich mal noch aufs große Bild der Währung. Im Bereich der Wirtschaft in Europa wissen wir halt, die Wirtschaft in Europa ist weiterhin angeschlagen. Die Zentralbanken würden ja nicht umsonst diese Anleihekaufprogramme machen. Das heißt, die EU ist aus Sicht der großen Händler eher ein uninteressantes Investment, was eher Druck auf den Euro-US-Dollar bringt, als dass das der Markt rumdreht. Wir haben weiterhin eine Zinsdifferenz zu den USA und die wird aktuell nicht kleiner. Das heißt, das ist auch kein Faktor, dass man sagen könnte, jetzt können die Händler wieder nach Europa kommen und den Zinsmarkt in Europa angehen. Das ist momentan eher die Seite, die wir nicht haben. Das heißt, wir haben in der EU weiter Negativzinsen, wir haben Anleihekaufprogramme, in den USA das genaue Gegenteil. Wir haben eine Pausierung der US-Leitzinsen
Und ich würde mal auch nicht ausschließen, wenn der Inflationsdruck in den USA vielleicht nächstes Jahr doch wieder anzieht, weil wir vielleicht steigende Ölpreise sehen, haben wir ja gesehen, das hat ja auch dann Auswirkungen auf die Inflation, hallo Olli, dann hat das immer die Auswirkung auch, dass sozusagen der Markt eher auf den Dollar schaut und dann den Dollar kauft und das hat dann halt, wenn der Euro verkauft wird, eher wieder den Druck nach unten hin. Der schwache Euro hilft dann natürlich der europäischen Wirtschaft, aber für uns Trader ist was ganz anderes interessant. Für uns Trader ist interessant, was passiert denn hier im großen Bild? Und wir sind seit sehr, sehr langer Zeit wieder abwärts gerichtet. Ich habe das hier gezeigt. Wir sehen, wenn wir mal hier alleine den Bereich anschauen, vom August letzten Jahres, wir haben eine Aneinanderreihung von fallenden Hochkursen und fallenden Tiefkursen. Das ist hier auch wieder ein Wochenchart im ganz, ganz großen Bild. Und wir sehen auch, dass hier drüben an dieser Stelle die Umkehrsignale gekommen sind. Darauf hatte ich auch bei Tickmill im Morning Briefing hingewiesen. Den Trade konnte man auch sehr, sehr schön mit nach unten abgehen. Und das ist das Bild momentan. Also auch in diesem Markt gehe ich persönlich eher davon aus, dass der Markt weiter nach unten läuft, beziehungsweise sich irgendwo, das haben wir in letzter Zeit auch häufig gehabt, hier oben zwischen der Marke über den Daumen 1,12 oben und 1, ja, was haben wir hier unten, 8, 1,9 in dieser Range bewegt. Das ist im Endeffekt ein Bild, das für mich Relevanzen hat und dass ich dann eher davon ausgehe, dass der Euro weiter schwach bleibt und wir erst einmal über die nächsten ein, zwei Monate möglicherweise eher die Unterseite sucht, als wir das zur Oberseite haben. Und das ist all das, wovon ich persönlich in den nächsten zwei Monaten ausgehe. Was ich als Bild von mir ändern würde, ist, wenn wir jetzt plötzlich hier über die Marke, über dieses Hoch hier, was wir mehrfach angetestet haben, bei 1,118, wenn wir da deutlich drüber laufen, heißt das für mich, mal mit Blick auf dieses große Bild, dass wir doch eine Korrekturausweitung bekommen und dann wird es für mich interessant, was hier oben passiert. Das ist das letzte Korrekturhoch sozusagen in diesem großen Wochenbild und das ist die Marke von 1,14. Also da ist genug Luft, sollte sich der Markt doch rumdrehen, da muss man als Händler auch die Meinung ändern können, aber ich gehe mittelfristig oder jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten eher davon aus, dass wir mehr die Unterseite an dieser Seite sozusagen sehen. Und jetzt ist es an Ihnen, ein paar Informationen gab es dazu, dass sich jeder hinsetzt und sagt, okay, ich suche mir einfach mal Fundamentaldaten raus, nutze die, um mir eine Meinung zu bilden und schaue, welche Setups ich traden kann, wenn der Markt sozusagen das macht, was ich erwarte und dann entsprechend die Strategien zu planen, aktiv zu traden und dann ja ein erfolgreiches 2019 im Abschluss und ein gutes Start ins nächste Jahr zu haben. Das Ganze, wie schon gesagt, hier mal auf der Messe mit dem Ausblick und jeden Morgen auch im Forex-Trading. Ich handle ja Aktien und auch Währungen und in dem Bereich bin ich auch jeden Morgen bei Tickmill unterwegs. Also wer mich da möchte, jeden Morgen sehen auf der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch, kann man mein Morning Briefing jeden Morgen sehen oder auch auf der Website von Tickmill einfach zu dem Briefing auf GoToWebinar anmelden und dann verpasst man dort die Morning Briefings auch nicht. Danke für die Zeit jetzt hier am Stand. Wer noch Fragen hat, kann gerne auch zu mir kommen. Ich bin noch eine Weile da. Ansonsten gutes Trading und einen guten Ausklang vom Handelsjahr 2019. Vielen Dank.